Mal gucken, ob wir den öffnen können. Da brauche Ah, ich ich muss, glaube ich, nochmal Tetches. ums Eck. Und Wood. Tetches, kein Problem. So, ich möchte nämlich mal schauen, ob ich da oben auf der Klippe was bauen kann. Das wäre ganz witzig. Mal gucken. Dam, da, dam. Oh, ich bin da. Ich bin da. Hier blinkt und leuchtet es. Oh, Disco! Die Frage ist ja auch, Leute, wo halt unsere Ziele liegen und Halt. was wir planen Ich kann es quasi. öffnen. Ich kann es öffnen. Ab welches Level steht da? Nee. Steht nicht da. Gar Okay. kein Level. Ja, wieder nur so Sachen fürs Haus. Also ein Roof, ein Geil. Foundation, eine Türframe und drei Nice, nice, Walls. nice. Einfach nur nice. So, ich brauche mehr Und jetzt ist Wood. er weg. Und ich habe Level ab. Juhu! Oh, ich bin überladen. Da kriegt man mal Hier, Level. Kubbel, kubbel. Ah, stimmt ja, Ja, der du kriegst Gubbel kann so Erfahrung. viel schleppen, wie eine ganze Kiste reinpasst. Das ist so krass. Alter, ich habe fast ein ganzes Level gekriegt durch das Öffnen. Ach nee, Was? das ist von Echt? Kubbel, kubbel, das Level. Ach so. Nee, aber das ist schon komisch, ne? Dass ein Dinosaurier, so kleiner, der kann genauso viel schleppen, wie das, was in eine ganze Kiste reinpasst. Ich frage mich, wer Ja. macht denn solche kleinen Kisten? Und Mist, ich habe die, glaube ich, gebaut, ne? Hm. Du hast sie gebaut, Ja, ich ja. habe die kleinen Kisten Alle dort gebaut. drin. Ja. Alle. Ja, tut mir Und nicht leid. ganz eine habe ich gefunden. Oh. Oh, da war gerade sein Stolz angekratzt, der Krimi. Oh. Nicht Genauso, alle! Kubbel, kubbel. Genauso wie das Schild, den Garten, habe ich gefunden. Ja, wir haben noch ein Schild gefunden. Das ist. Achso, du meinst, diesen wahrscheinlich Das Blueprint wird das Blueprint. wahrscheinlich Genau, sein. das habe ich schon, das hab ich gefunden. Konntest du das lernen oder irgendwie? Ich habe das mal in die Pisse getan. Weil wir können ja Schilder schon herstellen. Ja, das stimmt. Wir haben ja die Rezepte uns freigeschalten. Deswegen bringt mir der Blueprint relativ wenig. Wenn du den noch nicht kannst, kannst du ja mal Nee. probieren, ob du das benutzen kannst. Ich kann keine Schilder mehr. Probier mal, ob du den Bam, benutzen bam, kannst. bam, bam, badam. Alter, man braucht 80 Holz für ein Holzfundament, ey. Ach, willst du schon mit Holz anfangen? Ja, ich will mal oben gucken auf der Klippe da, ob ich da quasi was bauen kann. Würde mich mal interessieren. Und weil es mich so interessiert, mache ich das mal. Nein, sie ist wieder aufgewacht. Oh nein. Oh. Da hat jetzt keiner geguckt, oder was? Oh nein. Da ging das jetzt runter? Das gibt's ja gar nicht. Was hast du vor einen Haufen reingesteckt in der? Das bringt dann nicht Nein. viel. Die Bären bringen Scheiß bei dem Ding. Da muss man erst. Vergammelt dieser Eimer? Ich glaube, der vergammelt nicht. Da muss man echt mal vorher erst Nee. einen ganzen Vorrat ansammeln. So. Gubbel, gubbel? Gubbel, gubbel. Kumpel, Kumpel ist weg. Nee, der ist unten lang So, kann gegangen. man Ah, jetzt der hat hier den kurzen Weg bauen? genommen. Kumpel, Hier Kumpel hat den geht kurzen noch. Weg. Can't place wood floor. Out of irgendwas. No ground or snap point. So, hier geht's leider nicht auf der Klippe, Leute. Das ist so schade. So, es wird auch wieder dunkel. Sehr schön. Das ist so Kumpel, schade. Kumpel, 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 Kumpel. Ist schon Komm schade, Leute, her. dass es hier nicht geht, aber vielleicht kann man die auch kaputt machen, die Steine hier. Hier wird es bestimmt gehen. Ich glaube ja so ein bisschen, dass diese, also hier, die Dinger hier von Gubbel Gubbel, also die Spucker, die sehen so ein bisschen aus, als wenn das später mal Hühner geworden sind. So die Vorfahren der Hühner, so ein bisschen habe ich die Vermutung. Hier könnte ich mir trotzdem mehr Haus bauen. Kann ich das hier kaputt machen, Leute? Wir werden es sehen. Hä? So, ich level erstmal Toll, der will kurz. immer noch setzen. So, jetzt aber. Toll, jetzt geht mir die Hacke kaputt. Ihr wollt mich doch verarschen. Da ist er einmal drauf und geht die Hacke kaputt. Das gibt's ja gar nicht. Übrigens, Leute, ne? Ach Mist, das ist ja. Wir sind ja, glaube ich, schon in der nächsten Folge. Das bedeutet. Okay, kann ich nicht kaputt machen. Gestern war ich bei Jurassic Park World. Jurassic World. Jurassic World im Kino. Boah, geil. Mann, war das ein geiler War Film, gut? Leute. Das war ein geiler War Film. gut? Das war ein geiler Film, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, okay. Oh shit, ist das dunkel. Das glaubt ihr gar nicht. Hier oben kann man. Also hier könnte man bauen. Hier dürfte machbar sein. Was ist denn da unten? Wo ist unser Haus? Ich sehe es nicht. Du Tensch, du kannst kannst die nur auf Wooden Dings unten bauen jetzt, ne? wie unten bauen. Die Foundations oder was? Ich kann die, ja, die kann ich jetzt bauen. Ich wollte Dann nur lerne ich die Wände. mal gucken, ob ich hier oben irgendwie eine Hütte bauen kann oder so. Dann können wir von hier oben dann in den Wald gehen oder so. Ich kann jetzt Wände bauen aus Holz. Hey, wie weit kann ich den denn bauen? Alter. Ja, Ich Hauptsache, sehe ich ja kann mal das gar bis nichts dahin mehr. bauen. Okay, da können wir hier runterspringen. Seht ihr mein Feuer hier oben?
Ja. Hier bin ich. Hier bin ich. Ah, da bist du, da bist du. Ich habe auch gerade Feuer angemacht. Okay, können wir jetzt runterspringen. Kann man runterspringen und du freut sich dann. Oh, guck mal, Gubbel hat... nee, ist ja Level 9. Das ist ja mein Level. Kann ich verlängern? Nee, geht nicht. Hat er Level ab? Nee, er hat noch kein Level ab. Ein bisschen fehlt noch. Oh Gott, ich brauche Essen. So. Wir sehen nichts. Die Tiere kann man auch skillen. Ja, die kann man skillen. Ja. Oh nein. Hä, meine Axt ist schon wieder kaputt. What the fuck, was ist hier los? Geht die schneller kaputt jetzt? Nach dem Update oder so? Ich habe das gerade erst neu gebaut. Gibt's ja gar nicht. Kommt drauf an, was du damit abbaust. Holz. Dann sollte das wohl normal funktionieren, schätze ich mal. La 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 la. So. Was war das jetzt? Was? Die hat gerade die Sonne durchgeschienen. Ja, ist immer so ein bisschen backig. Ich werde mir hier mein richtig cooles Sommerquartier aufbauen. Jamie, was machst du gerade? Ich habe gerade Zeug hergestellt. Ich hau mal meine restlichen Nagobären mit rein. Das war, glaube ich, ein Dodo, oder? Das war ein Dodo. Und Dodo, ich wollte die ganze Zeit zwei Minuten sehen, aber ich one-hitte den immer. Na, ich versuch's mal. Ich versuch mal. Guck mal in Gubbel rein. Ich guck mal. Der hat ja auch noch ein bisschen Fleisch. Da ist auch was vergammelt von Gubbels Fleisch. Oh Gott, ich sehe gar nichts, Leute. Aber ich sehe, dass er noch rumläuft. Ich komm, fall um. Level 35, da muss irgendwann umfallen. Ach, und der hat Wände drin. Ach, interessant. Ja, das ist mein Packesel. Ich war überladen. Alter, wie viel hält der aus? Ey, er ist bewusstlos. Ich habe einen Dodo, einen bewusstlosen Dodo. Echt? Cool. So, schnell. Willst du? Ich habe kaum Bären. Ich habe kaum was. Scheiße, ich habe kaum was. Wo bist du? Bring ihn her. Der herbringen, den kannst du nicht herbringen. Das? Den kannst du tragen. Okay, der frisst auf jeden Fall. Na, nicht, wenn er bewusstlos ist. Warte, ich komm zu dir. Nein, wenn du bewusstlos ist, kannst du nicht tragen. Dann zeig mal das mal komplett. Geht nicht, kannst nicht tragen. Ich mach mal hier erstmal Fackel an. Mach mal Licht, damit ich sehe, wie bist du da hochgekommen? Na, seitlich. Links von uns gibt's auch so einen Weg nach oben, genüsslich. Okay. So, ich muss das ein bisschen beobachten. Also ich habe drei Narkobären, habe ich noch einstecken. Oh. Leid, ich hab gekackt. Der Weg war zu steil. Das sieht ganz gut aus. Ich meine, das ist das Problem bei der Sache, ist natürlich, ist ein Level 35 Dodo, also braucht der trotzdem ein bisschen länger als andere Dodos. Mach mal Licht, damit ich die... Ach, da oben. Okay. Dodo, du bist mein Dodo. Was kann der machen? Der kann für uns Sachen tragen dann. Wer macht der nicht? Ja, der kann auch mit kämpfen. Die kämpfen ja auch. Übelst hochgeskillt. Dann kommt einer und dann kriegt er voll auf die Fresse. Wubbel hat gerade Probleme, da hochzukommen. Da. Ja, der wird schon wiederkommen. Ich gebe den mal eine Beere. Und? Oh, geht ganz gut hoch, glaube ich. Naja, geht so. Ich habe hier noch ein paar Beeren, sehe ich gerade. Okay. Also, essbare Beeren habe ich noch im Inventar unten. Okay, ich habe ein bisschen was reingepackt, ne? Okay. Das wird reichen für das ganze Taming. Ja. Die ganze Folge, Leute. Aber der ist fast tot, ne? Ja. Ich hab auch noch mal was für euch. Guck mal, ich hab Schwein gehabt, würde ich sagen. Schwein gehabt. Ich hab auch noch eine Paste mitgebracht. Paste dabei? Ja. Naja gut, Paste ist vielleicht ein bisschen übertrieben bei dem. Ja, also die brauchen wir, glaube ich, nicht. Da reichen, glaube ich, die Beeren. Die sollten wir vielleicht aufheben. Hat die eine Haltbarkeit, die Paste? Nein. Die scheint einfach zu für immer frisch zu bleiben. Hä? Ah, meine, das ist gut. Meine Fackel ausgegangen? Ah nee, wenn ich im Inventar bin, sehe ich nichts, okay. Da sollte man die Dinger echt auf Vorrat mal ein bisschen produzieren, die Paste. Naja, wenn wir dann nämlich den T-Rex nämlich irgendwann mal zähmen, dann wird das ewig dauern, Leute. Und da brauchen wir ganz viel Narkotika und wir brauchen einen Haufen Fleisch. Da müssen wir permanent irgendwie auf Jagd gehen, damit wir einen Haufen Fleisch kriegen. Na guck mal, wie er schmatzt auch. No, das ist so aber süß. Was ich ja auch richtig gut finde bei dem Spiel, das hab ich gestern auch erst wieder gesehen, dass man beim Voice Chat die Lippen bewegt, wenn man mit Voice Chat erzählt. Njam, 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 njam. So, wird Zeit, dass du mal wieder... brennst dir doch an, nimm die Fackel da weg. Nein, das ist so gewollt. Der muss es warm haben. Warm und kuschelig, der muss sich an uns Menschen gewöhnen. Okay. Geht ja trotzdem ganz schön runter, diese Torpor. 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 Ah, ich habe wieder vergammeltes Fleisch bei mir. Oh, sehr gut. Jetzt freuen wir uns schon über vergammeltes Fleisch. Was ist das denn? Das ist gut. Vergammeltes Fleisch kann nicht mehr vergammeln, weißt du? Das kannst du auch lagern. Ja, total sinnlos, das zu verlagern, aber naja. Alter, wie viel
Das ist ganz schön viele von den Bären. Hast du den mit der Schleuder kaputt gehauen, den Dodo? Ja, ja. Der ist Level 35, der kann das weg. Aber der frisst die Bären ganz schön krass weg, du. Ich habe ja genug reingemacht. Ja, sind nicht mehr so viel da. Was? Das war ein 40er Stack. Jetzt ist es bloß noch 20. Von den Blauen? Nicht von den Blauen, von den Narco-Berries. So, ja, du hast ja auch noch die gute Paste drin. Steht da eigentlich, was das bringt? Gives your health, but puts you to sleep. Quantität 1 von 100. Das sind ein 100er Stack, kann das also werden. Krass, krass, krass. Ja, es ist unser Dodo. Aber es geht trotzdem relativ schnell. Ich komme jetzt hier leider nicht mehr weg, Leute. Also hier wird nicht mehr viel passieren. Ja, das. Aber man muss es halt auch mal im Let's Play zeigen. Oh, sehr schön, Leute. Es regnet gerade. Ich habe nicht gerade gedacht, wie mache ich jetzt mit Trinken. Jetzt drücken wir schnell mal unseren Wasserbeutel, denn der wird jetzt voll gemacht. Mal 9 und voll. Selbst mal ein bisschen was essen. Oh, meine Fackel ist kaputt. Die Hälfte haben wir geschafft. Hiha! Ja, Dodo. Das schmeckt ja, das schmeckt ja. Nam 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 nam. So, nasch mal weiter deine leckeren Beeren. Und dann fress hier noch eine Narco-Berry. Wo ist denn Gubbel Gubbel überhaupt? Ist er noch unten? Hier drin. Der hat's nicht hochgeschafft. Der ärmste Gubbel. So, dann habe ich einen Dodo. So, wir haben eine Dodo. Sag mal, kann der nachher pfeifen, ne? Auf? Hast du gerade mit der Hand dagegen gebollert? Mhm. Warum nicht, ne? Warum nicht? Oh, ich habe ja hier noch zwei Sachen einchecken. Zwei Touchfounds. Ah, es wird langsam bei dir. Ja, fress mal. Ich gehe mal nach Gubbel Gubbel gucken. So. Ich muss einfach hier drinnen bleiben. Ja, der wird nicht verschwinden. Der verschwindet nicht. Aber vielleicht kämpft er gerade und stirbt. Ich hoffe, ich laufe auch richtig. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mach mal Tenchmalist, wie er seinen Vogelflüsterer ist. Der Dodo ist Level 35 und hat gerade mal Melee-Damage 110%. Was hat denn der geskillt? Bestimmt die ganze Zeit alles in Leben reingesteckt, damit er 112 Leben hat. Na komm, Gubbel, Gubbel. Oh. Jetzt komm ich ja nicht hierher, sonst ist der denn noch auf. Ach Quatsch. Das wär irgendwie witzig. Kommt ihr so her, so, was ist das denn, der leckere Dodo? Komm, Gubbel. Aber es ist ein Level 35 Dodo, also der hält einige Bisse aus. Selbst ein T-Rex kann der aushalten. Das ist der stärkste Dodo der Welt. Ah, okay. Aber der wird wahrscheinlich nicht so viel XP mehr kriegen dann. So viel Level aufsteigen wird er nicht mehr. Das wird auch lange dauern, bis der ein Level abhat. Oh, bald haben wir es geschafft, glaube ich zumindest. Meinst du? Komm her, Gubbel, Gubbel. Ja. Ich möchte nicht weg von denen und selber noch was suchen oder so, weil dann wacht er auf einmal wieder auf, ne? Das haben wir bei der Schildkröte ja gemerkt. Oh ja. Oh. War so wach. Wir sind schon ziemlich weit vorne. Mein Dodo. Ich bin immer noch nicht sicher, was die Taming-Effektivness ist. Die Effektivness da von dem Taming, das 21%. Ich glaube ja, es könnte sein, weiß ich nicht, dass das... Robert, die Paste bitte wieder raus, dann verschwindet die noch. Na, nimm doch raus. Krimi, nimm doch raus. Diese Effizienz, die könnte sein, dass wenn es abgelaufen ist, ob die dann entscheidet, wie viel Prozent man hat, ob das nun gelingt oder ob es nicht gelingt. Oder es kann auch sein, dass dadurch die Benommenheit schneller runtergeht, umso geringer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja, ja, das stimmt. Na komm, eine Beere kannst du noch fressen hier. Yam, 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 das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. Hä? Ach, das war das Gubbel? Ja. Echt, das sah klang, klang. Ey, das sieht aber auch Gubbel, sieht einfach so böse aus. Okay, gleich haben wir unseren wunderschönen Dodo. Haben wir es euch auch mal gezeigt, wie das geht? Da haben wir heute ja die ganze. Eigentlich in den letzten zwei Folgen haben wir es ja komplett gezeigt, immer wieder. Bei der Schildkröte. Ja.
Wir werden auch, wenn wir dann wieder so Zaming-Sessions machen, das dann wahrscheinlich auch ein bisschen offscreen verlagern. Ja, ja, vor allem, wenn es dann so um so große Sachen geht. Vielleicht den Kampf oder sowas, dann werden wir dann noch mit drin machen, aber den Rest dann echt offscreen. Ja, dann können wir dann sagen, ja, okay, und, oh, you have taken it. Nein, den möchte ich jetzt Silly nennen. Wir haben jetzt zwei Dinger. Einmal ein Dodo und einmal ein Diplosaurus. Ein Diplosaurus ist der Teil. Alter, der ist ja riesig, ist der. Ach so, ich muss gleich mal aufstehen. Okay, der ist nicht mehr so riesig. Also zwei haben wir schon. Also habe ich jetzt in meiner Liste stehen. Nur ein. Aggressiv-Level, attacking your targets, what the fuck? Krass, ich weiß gar nicht, wie kommt man da hin? Folgt der mir jetzt eigentlich? Ja, er folgt mir, genau. Ja, yeah, follow Jane. Inventar, was kann er alles tragen? Oh, guck mal, der hat Level der ab, kann oder? Mehr tragen als dein Vieh. Wie viel kann er denn? 52. Yes. Oh. Als mein Vieh, sagt er, was ist das denn? Als dein komisches Vieh, guck mal, wie hässlich das ist. Das hat voll... Hier, das sieht voll hässlich aus. So, jetzt kann meine auch 52 tragen. Edge. So, mein lieber Dodo, ja, war erstmal wieder gesund und so. Sehr schön. Hier oben, hier habe ich schon mal ein Fundament gebaut. Wo ist es denn? Hier ist nur der Head-Tab-Art. Ja, komm, mein kleiner Dodo. Vielleicht den. Oh, der ist ja aber super schnell. Den könnte man vielleicht. Den könnte man. Ey, macht euch nicht lustig über den. Hör nicht auf die, hör nicht auf die. Die sind nur neidisch. Sind nur neidisch auf dich. Die lachen mit dir, nicht über dich. So, hier habe ich irgendwo das Fundament aufgebaut, schon mal. So zum Test. Hey, guck mal. Nein, guck mal, du bist viel cooler wie der. Guck mal. Hier. Guck mal, das ist dein Frühstück, was da rumläuft. Ja. Hier, ich schon mal. Ich kann ja doch die Dings noch mit dran machen. Geht nicht, okay. Wir müssen ein Zoo oder sowas bauen. Da kann man das hier nicht ver... Es gibt ja auch richtige Wände noch, richtige Wände. Toll, man kann das hier nicht weiter ausbauen. Lol. Ja, so Gatter oder sowas, ne, für die... Ansprungbrett! So Gehege. Toll, man kann nur nach hinten bauen, aber nicht links und rechts. What the fuck? Tenshi, guck mal in Gubbel-Gubbel rein. Guck mal in Gubbel-Gubbel rein. Wo ist denn Gubbel-Gubbel da? Wo ist denn Gubbel-Gubbel? Lol, der trägt Sachen durch die Gegend. Ja. Klau ich ihn jetzt. Ja, soll's ja. Was ist denn los, mein kleiner Dodo? Was ist los? Hier kann ich nicht bauen. Vor allem in die Richtung kann ich überhaupt nicht bauen. Das ist doch beschiss. Wie soll man denn hier was Ordentliches aufbauen? Wie soll man denn hier leben? Was, da geht's? What the fuck? Und nu? Müsst ihr das hier weghacken? Keine Ahnung. Wie die sich das vorstellen. In die Richtung geht gar nicht. Geht nur nach hinten. Hoch wahrscheinlich. Ja, ein bisschen schade irgendwo. Ja, ein bisschen schade ist das schon. Ja, kann man runterspringen. Dodo? Wo ist mein Dodo? Oh. Spring runter. Okay, Kubbel, warst du das? Nee, Dodo war das. Dodo hat gekackt. Du bist ausgestorben. Also, hier oben was bauen ist ein bisschen schwierig. Er muss wirklich eine gerade Unterfläche finden, weil sonst kannst du es echt vergessen. Lass dich auf Stein bauen. Nee, das ist ja nicht auf Stein. Ah, das ist einfach zu schräg hier. Ja. Da möchte ich ja nicht. Ich hätte vielleicht hier eher anfangen sollen zu bauen. Hier ist die gute Fläche. Ja, kannst du ja wieder abbauen. Da kriegst du ja zumindest ein bisschen was wieder. Ja, weil es bringt tut es hier oben auf jeden Fall gar nichts. Okay, Leute, dann demolieren wir das mal. Demolish. Oh yeah. Okay, dann hacke ich mal für dich noch ein bisschen Holz, Denchi, ne? Ja, na, wir müssen mal gucken, wo wir wirklich was bauen wollen. Und vor allem was? Also ein Gatter und so würde ich ja schon gern bauen. Ja, ja. Aber das können wir also ja noch nicht. Das können wir ja noch nicht. Wir brauchen... ja, gibt's richtige, es gibt ja so Zäune. Es gibt ja auch Erze und sowas, ne? Die soll man ja bei den Bergen, also es gibt wohl einige Minen, wo man auch Erze und sowas rauskriegt, wegen Eisen und so. Sag mal, wie viel Zeug gab's denn da jetzt auf einmal, dass ich da immer so schwer bin? Da gab's ja richtig viel Zeug. Krass. Kann ich noch ein paar, vielleicht kann ich ja noch ein paar Dinger bauen. Du kannst ja was in dein Gubbel-Gubbel stopfen. Ich baue noch zwei Fundamente, dann werde ich wieder ein bisschen kleiner. In dein Gubbel-Gubbel, in deine Sally. Ja, Silly. Na komm her, Silly, komm. Du trägst mir jetzt was. Narkobären kannst du tragen oder ein bisschen Holz oder ein paar Wände. So. Ein paar Fundamente kannst du auch tragen, aber wenn dir stirbt, dann ist alles weg. Gubbel, Gubbel, komm her. Trau mich da nicht so ganz. Ich bin überladen. Ich muss dir mal ein bisschen Holz abgeben, mein Großer. Na, ich hab ein super Spielzeug gefunden. Sehr gern. Hier könnte man was bauen, aber ob das was bringt? Sehr gern. Eine was? Die Flairgun her. Die habe ich nur gefunden, so ein Schral.
Ach, hast du gerade gefunden? Krass. Wie der einfach zu irgendwelchen Strahlen geht ohne uns. Dann seid ihr da vorne auch. Kannst du laufen, Gubbel? Kannst du noch? Bist du überladen oder kannst du da laufen? Ich kann laufen, kein Problem. Nee, ich meine, da ist sie, auch komm. Gubbel kann nicht mehr laufen. Ich glaube, ich habe überladen. Ah, es tut mir leid, Gubbel. Oh, armes Gubbel, ey. Tut mir richtig leid, das Vieh. Die Hälfte nehmen wir mal raus, so. Oh, irgendwo ist hier ein Krimi und der macht irgendwas. Ich krieg XP von irgendjemandem. Oh, jetzt hat er gekackt, deswegen hat er sich nicht bewegt. Ja gut, kacken ist ja wichtig, auf jeden Fall. Ich kann ja mal kurz schauen, bei Enkramme. Wo könnte es Mauern? Das ist ja Wooden Wall, das ist keine Mauer. Könnten das hier Mauern sein? Theoretisch bauen. Das hier könnte vielleicht auch eine Mauer. Ich glaube, das müsste eher nach oben gestemmt sein, das Zeug. Ich glaube, ab Level 15 könnte man vielleicht eine Mauer. Bei Level 10, das sieht so ein bisschen nach Mauer aus, oder? Level 10 hat man ja schon mal. Da habe ich, glaube ich, keine Mauer gesehen. Okay. Wobei das natürlich doch ein paar Sachen sind. Ein paar Schrägen und so kannst du bauen. Ja, ja. Kannst du höhere Etagen machen und so. Ich glaube, Level 15 könnte was dabei sein. Bin mir da nicht sicher. Gibt es auch zum Beispiel Level Fenster, 20 kannst du auf jeden Leitern. Fall eine größere Tür oder ein Tor oder sowas bauen. Ja, ist halt auch ganz wichtig. Genau, ein Tor habe ich auch schon mal gesehen. Hat auch schon mal, also auf einem anderen Server hatte jemand das mal. Das ist halt so das Ziel. Das Problem ist nur, wir müssen uns ein bisschen hinquinten. Ein bisschen XP kriegen. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Oder am dümmsten, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur Strahlen sammeln, weil da gibt es auch relativ viele Erfahrungspunkte. Okay. Wo ist denn der Krimi schon wieder? War der nicht gerade noch hier irgendwo? Ja, steht er noch hier. Da ist er doch. Na, Silly, wie geht's dir? So. Das Problem ist, was ich ein bisschen schade finde, wenn du jetzt hier Level 10 bist, ja, sind ja bloß noch zwei Level, dann fehlt dir einfach, du hast gar nicht so viele Punkte, um alles zu kaufen. Von den Rezepten da, ne? Das ist ganz gut, wenn man da zusammenspielt und sich echt abspricht vorher. Weil alles nach der Reihe nach freizuschalten, dann kommst du nicht weit. Keine Ahnung. Ja, siehst du doch, du hast ja jetzt schon nicht alles. Du hast doch nicht alles, was man machen könnte. Krass, eine Flare Gun. Keine Munition, oder? Doch, ein Schuss. Dann sind wir schon mal gerettet dann. Narcoberry Seeds, krass. Okay. Aber die Seeds müssen echt richtig viel bringen, weil sonst lohnt sich das überhaupt nicht, die anzupflanzen. Es dauert ewig, bis die da gewachsen sind. Konntest du noch so ein Gammelding herstellen? Oh Gott. Ah, hier ist ja auch noch einer drin. Alter, dein Vieh. Ja, den habe ich gerade erstellt. Dein Vieh verhindert das Rauslaufen ein bisschen. Drüber springen, geht. Ich werde, glaube ich, mal einen Leuchtturm könnte man hier irgendwo mit hinbauen. Dann habt ihr noch, hast du noch mal Beeren? Ich hab gerade welche reingeschmissen. Ich hatte nur die. Tenshi muss die anderen haben. Oder die sind noch im Silly drin. Was möchten Sie denn für Beeren? Narkobären. Ach so, Narkobären, da habe ich ein paar noch, ja. Wieso? Ah, ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Der steht vor der Tür. Ey. Ja, oh, so. Komm her, Gubbel, komm her. Und Silly, du bist jetzt auch mein. Ne, war U war das, ne? So. Aber ganz ehrlich, das wird nicht gut gehen, die beiden. So, ich tu mal die Narkobären mit hier rein, weil Gammelfleisch haben wir ja noch. Gut, dann baste ich noch schnell eins. Was machst du dafür? So, dann haben wir drei. Und dann brauchen wir noch vergammeltes Fleisch. Ja, Gubbel hält die echt lang. Also der 30 Minuten hält das. Oder da. So. Das sollte den, glaube ich, auch mal ein bisschen stehen. Bin am überlegen, wenn wir Level 10 oder, nee, 15 ist das ja erst, dann können wir ja auch Leitern bauen. Dann könnten wir uns irgendwo auch so einen coolen Signalturm bauen. Richtig hoch bauen und oben eine fette Fackel drauf oder so. Aber die brennt ja auch nicht ewig, ne? Das wäre ja immer wieder anders. Ja, was heißt, muss ja keine Fackel, wir können auch ein Lagerfeuer machen und das einfach nur vollstopfen mit Holz. Ja, können wir machen. Das stimmt. Aber wollen wir hier vielleicht irgendwie so ein bisschen bauen in die Richtung? Ja, also wir haben hier einen Haufen Platz. Wir brauchen auch, ich könnte zumindest ein paar Wooden Walls könnte ich bauen. Also ich habe jetzt noch zwei Wooden Dinger auf dem Boden. Für den zwei Boden. Zwei Stück habe ich. Die Frage ist, wo wir bauen und was wir bauen. Oder ob wir hier den Turm vielleicht bauen wollen. Können wir ein bisschen im Wasser bauen? Hier in der Ecke vielleicht? Mach's nicht zu weit ins Wasser. Naja, wenn ich jetzt hier...
Weil noch können wir nicht hoch, ne? Wenn ich hier so baue, so. Ist das schon ganz cool irgendwie. Man könnte hier natürlich auch so eine Art Steak bauen. Oder heißt das Steak? Steak. 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 Ich kann jetzt noch eins bauen, wenn du nicht im Weg stehst. Geh mal ein bisschen zurück, Old Bull. Also entweder wir bauen hier so ein Steg hin, dass wir später vielleicht angeln können. Ich wollte jetzt gerade einen Turm machen. Dass wir angeln können, oder wir bauen hier einen Turm hin.